Im heutigen Video sehen wir uns Myriador in der Hyperliga an. In der Superliga habe ich schon mal gespielt, allerdings mit Gift Stachel. Und nun möchte ich hier Gift Hieb verwenden, macht ein bisschen mehr Schaden, generiert aber weniger Energie. Mal schauen, ob das klappt. Ich finde, diese Unlicht-Gift-Typ-Kombi funktioniert immer ganz gut mit Tromborg. Und als letztes Pokémon habe ich überlegt, vielleicht auch nochmal Gift-Unlicht, habe ich ein bisschen rumprobiert. Oder aber Sumpex oder Nidoqueen oder schauen wir mal. Auf jeden Fall, wenn ich die Führung verliere, werde ich meistens in Myriador rein. Vielleicht kennen die Leute das Pokémon noch gar nicht so, wissen die Attacken nicht und genau. Schauen wir einfach mal. Es regnet leider nicht nur im Spiel. Ich finde es so traurig, ich bin, ja, das war so ein genialer Sommer, Pokémon Go Sommer, auch das Wetter und so weiter und so fort. Und jetzt fängt die Zeit wieder an, wo man sich warm kleiden muss und all der andere Kram, Regen, Schnee, ich meine Regen gibt es immer, aber in den letzten Tagen irgendwie sehr häufig. Kapukime, das Pokémon steht auf jeden Fall auch noch auf meiner Liste und ich glaube, ich lasse das. Eine Mondgewalt muss ich locker flockig wegstecken, glaube ich. Genau. Naja. Also locker flockig sieht anders aus. Das hätte ich nicht gedacht. Das tat schon weh. Das Hyperliga Azumarill ist am Start. Na und du schildest nicht. Ich lasse mich vermutlich runterfarmen. Ja. Ich muss echt sagen, also klar geht man irgendwie mit Zumpex rein. Doch, du kannst jetzt hier ein Schild ziehen und abhauen und vielleicht sogar Nitro-Ladung und wie auch immer. Das ist ein bisschen nervig, genau, so haben wir das nämlich erwartet, weil die Attacke ist nicht sehr effektiv und die muss man unbedingt gegen ein Wasser-Pokémon einsetzen. Und genauso kann Fiaro vielleicht auch das Matchup flippen. Oh, okay. Okay. Jetzt hätte ich eigentlich wechseln sollen, um zu snipen. Das war doof. Ich war gerade irgendwie überfordert davon, dass du hier nicht geschildert hast, wenn ich gewechselt hätte, die Gifthiebe und so weiter. Wow, what? Du schildest das nicht, obwohl da noch ein Registeel hinten drin ist? Ich gehe hier einfach direkt immer auf die Aquahobitze. Na, so regeln wir das. Und das hätte ich nicht gedacht. Oh, ich hätte schnell wechseln sollen, um dich abzusnipen. Weil wenn du zu Einäschern ausholst, machst du mal 2,5 Sekunden lang nichts. Na und, nun gehen wir hier rüber und werden da auch ein paar Attacken einsetzen. Heben uns die Schilde komplett für Sumpex auf und hoffen, obwohl du kannst noch abfangen, das ist noch die Sache. Und hoffen, dass wir durch den ganzen Spam noch was regeln können. Fokusstoß, interessant. Machst du das, weil es weniger Energie benötigt? Oder hast du Lichtkanone als zweite Attacke? Oder willst du die Angriffssenkungschance gar nicht reinbekommen? Jo, das sollte jetzt gelaufen sein. Alleine der ganze Sofortattackenschaden müsste langen. Von Sumpex drüben, bis du zu diesen ganzen Attacken kommst. Aber schauen wir mal, vielleicht auch nicht. Abfangen kannst du auf jeden Fall noch. Vor allem mit einer 1er Sofortattacke ist das machbar. Ne, genau, und da war der Versuch schon, den man natürlich gerochen hat. Und dann geht's ab. Dreifach. Nö, XL-Team wollte ich sagen. Kapukime benötigt ja gar keine XL. Oder? Ich glaube nicht. Und das Ding ist auch in der Superliga sehr genial. Doch da kann man es nur durch einen Tausch erhalten, wenn man Glück mit den IV hat. Sehr zugänglich, diese Superliga. Da muss ich immer wieder dran denken, wie mir die Leute gesagt haben. Meisterliga ist die teuerste Liga und so. Überhaupt nicht zugänglich. Genau. Mittlerweile gibt es XL-Meisterliga. Und da sage ich auch, ja. Das ist leider eine Pay-to-Win-Liga. Damals war die Meisterliga die einfachste. Gut, Cresselia vorne. Das ist eigentlich fein für uns, glaube ich zumindest. Ich setze nicht bei 7 ein, weil du willst vielleicht abfangen. Nö, willst du nicht. Jetzt kommt wieder eine Mondgewalt. In dieser Folge bekommt Tromborg einige Mondgewalten ab. Schauen wir mal. Ich habe das Gefühl, du willst irgendwann irgendwo abfangen. Aber wo ist die Frage? Nö, was kombiniert man häufig mit Cresselia? Weiß ich nicht, vielleicht ein Fiaro oder so? Das hat gescheppert. Das hat aber sowas von gescheppert. Und ich hatte keine Ahnung mehr von der Energie. Ich glaube, du hättest noch
Ich hätte noch ein, zwei Sofortattacken machen können. Okay, das auf der anderen Seite. Da will ich mich nicht runterfarmen lassen. Gut. Dass wir das Sumpex draußen haben, ist, glaube ich, auch in Ordnung. Also, mit Fiaro lag ich echt nicht falsch, oder? Habe ich Fiaro gesagt? Du bist bei 5. Na, 6, 7, 8, 9. Ich gewinne einen Gleichstand. Das ist wunderbar. Ich weiß gerade die IV gar nicht. Habe ich es bei Sumpex eingeblendet im Namen, dann hat man es gesehen. Aber vielleicht habe ich da ein bisschen Angriff drauf. So, was habe ich gesagt? Bist du bei 9? Ich glaube, du bist bei 9. Mal schauen, ob du auf Erdbeben gehst. Du gehst auf Erdbeben. Das ist nicht gut, dass du jetzt noch hier farmen kannst. Zwei, wie viel waren das? 3 oder 4? Das ist ungemütlich, muss ich ehrlich sagen. Du bist nicht Krypto, ich hoffe, ich überlebe das noch knapp. Ich muss das im Grunde nur loswerden. Achtung jetzt wegen Wechseluhr. Ich werde sofort drücken. Bitte nicht abfangen, bitte nicht abfangen, bitte nicht abfangen. Okay. Und das Sumpex, entweder sieht das nur so aus oder ist das hier gerade wieder rumgestanden. Ich weiß es nicht, aber jetzt gibt es Showdown für Myriador. Eine Abfahrt rein da. Wir haben Nassschweif. Na und ich muss hier auf jeden Fall jede schilden. Ich weiß, das ist sowieso nur Nitroladung. Doch, na leider. Wir machen gutes Timing. Leider würden mich die ganzen Sofortattacken dann auch schon bestimmt besiegen. Also muss ich direkt schilden. Nassschweif, okay, du lässt das gehen. Dann glaube ich, haben wir jetzt gewonnen, denn notfalls schafft Tromborg auch noch 2 Sofortattacken, bevor dein Einäschern ankommt. Da wusste wohl jemand nicht, dass ich Nassschweif habe. Oder wieso, der erste nicht geschildert und dann so, huch, doch, Nassschweif. Genau. Ist ein Pokémon, welches man nervig entwickeln kann? Also, da muss man raiden. Ein paar Raid-Pässe für Niantic. Und ja, ich meine im Grunde, wenn man nicht so viel auf das Kumpel-Feature gibt, dann ist es nicht so schlimm. Doch ich wechsle gerne immer täglich durch und dann immer die Kumpel aufgeregt machen, halbierte Distanz für Mega-Energie und so weiter. Und wenn man dann gerade einen Raid hat und in das Hisui-Baldor-Fisch hinein muss, das ist, sage ich mal, suboptimal. Doch irgendwann schafft man das schon, idealerweise bei einem Raid Day. Das war ja bei Hisui Washakwill. Okay, das Ding muss ich loswerden. Das ist mittlerweile zum Glück nicht mehr so schlimm, denn Valreiser verliert den Gleichstand, außer du versuchst abzufangen, verliert den Gleichstand und benötigt mittlerweile immer genauso viele Sofortattacken wie Tromborg. Das heißt, im gleichmäßigen Schildes-Szenario gewinnt man das in der Regel. Mal schauen, ob du bei 5 vielleicht versuchst abzufangen. Das wäre nicht so nett. Auf der anderen Seite, ich mache Folgendes. Du bist jetzt auf 0 Energie. Ah ja, genau. Ich habe nämlich, muss ich ehrlich sagen, schon fast vermutet, dass du hinten schwach gegen Elektro bist, weil die meisten Valreiser-Führungen, die sind einfach dreifach schwach gegen Elektro. Oft ist da noch ein Fiaro oder was auch immer. Ja, Panzeron. Da brauche ich das Tromborg dagegen. Also das ist ein bisschen doof. Gut. Keine Ahnung von der Energie. Ich habe gerade leider nicht mitgezählt. Ich müsste deine nicht mal mitzählen, sondern nur meine. Aber das ist der Himmelsfeger. Der tut nicht so weh, aber jetzt kannst du schilden und runterfarmen, falls du das machst. Was ich sehr uncool fände. Wirklich sehr uncool. Und das tust du auch. Jo, jetzt habe ich ein Problem. So. Wow, die neue Spielmechanik funktioniert mal. Das ist wild. Dass ich die noch rausbekomme, ich meine, ist leider nur... Wow, okay. Das ist der Vorteil, wenn man die Energie nicht so gut kennt. Ich glaube, das Valreiser ist schon fast in Aquahobitzen-Reichweite, oder? Ja, genau, aber dann auf der anderen Seite die Spielmechanik. Kommt eine Zweier mit einer Dreier-Attacke gleichzeitig an. Gut, diese Energie saugen wir mal ab, dann gehen wir rüber. Weil wir das noch knapp überleben. Und du hast ein... Oh, ein Pumpkin. Ich wollte schon sagen Tromborg, dann gehe ich sofort raus. Aber Pumpkin, das können wir dann noch versuchen. Boah, da wäre mein Myriador so wichtig und richtig gewesen. Heieieiei. Moment, boah, ich habe mich gerade komplett verzettelt. Was habe ich gemacht?
So, ich habe dem Gegner gratis Energie geschenkt. Ja, der Bürde generiert so schnell Energie. Nein, das ist gelaufen. Na, lassen wir das, schilde ich nicht mehr. Und wir klicken links. What? Was ist das für ein Pokémon? Das hat mich nicht besiegt. Das kann nicht sein, du hast nicht aufgeladen, du hast keine Bubbles getroffen. Niemals besiegt mich das nicht. Ich meine, Tromborg ist schon die bessere Variante von Pumpkin, aber... Naja. Dass mich Samenbomb nicht besiegen, kann ich nicht ganz glauben. Ich bin Krypto. Und das ist, ja. Genau. Nö, da hast du nicht aufgeladen, du dachtest vielleicht, ich schilde sowieso und es ist sowieso vorbei. Ja, gut. Na, XL Panzeron. Mal schauen, ob wir ein Kaguron treffen. Selbe Typ-Kombi. Und nicht so teuer. Na, oder erst recht richtig teuer, weil man Fernraids benötigt und besondere Leute und so weiter und so fort. Wir gehen hier hinein. Und gegen Nachtara könnte ich mir schon vorstellen, ist die Gift-Hieb-Variante vielleicht ein bisschen besser. Na, weil man da auf Zeit auch schon ein bisschen Schaden verursacht, wie man hier sehen kann. Mit Giftstachel hingegen würde sich da nicht allzu viel tun. Okay. Alles klar. Nachtara ist eine Unlichtantwort. Das ist gut, aber dann befürchte ich, dass ich mit Tromborg trotzdem nicht viel machen kann, wenn du hier echt drin bleibst. Jo, Nashrive macht mal relativ wenig. Man könnte, glaube ich, noch... Was ist die Attacke? Ich glaube, Matschbombe haben. Aber ich mag es mit Spukball irgendwie mehr. Nashrive und Spukball. Okay, ich bin jetzt im Gelben nach all diesen Sofortattacken plus einmal Zuflucht. Da muss ich, glaube ich, nicht schilden. Und jetzt musst du aber schilden. Du bist bei 4. Okay. Du bist bei 4, schildest sogar. 5 und 6. Ich wollte nicht wechseln, weil ich ansonsten dann in Nachtara gefangen bin. 7. Oh nein, der Gegner ist schon ein bisschen weiter. Ja, also wer sich wundert, warum vielleicht seltener Videos kommen. Es ist gerade relativ seltsam, dieses Game. Na gut, jetzt schilden wir hier wieder nicht, denn hier wird immer nur auf Samenbomben gegangen. Die Attacke müssen wir als Pflanzen-Pokémon nicht unbedingt schilden. Aber vielleicht weiß das der Gegner noch nicht. Obwohl er ist selbst ein Tromborg. Schauen wir mal, rein da mit dem Spukball und nun Sumpex mit einem Schildvorteil gegen was auch immer. Was wird es sein? Ich lass die erste Mal durch. Schauen wir mal, du würdest sowieso noch eine schaffen, vermutlich. Denn der Aquaobitze besiegt dich nicht, oder? So. Die überlebst du bestimmt noch. Dann kommt noch ein Schmarotzer rein. Ich weiß nicht, Nidoqueen würde es ihn machen. Vorne schwach gegen Kampf und Charm und Nidoqueen besiegt die beiden. Komm, gib mir Nidoqueen. Dann ist es aus und vorbei für dich. Jo, letztes Pokémon. Nidoqueen, würde ich mal sagen. Oder irgendwas ähnliches. Keine Ahnung. Na gut. Zoomfax mit 2 Schilden. Gefährlich. Die Leute geben auf. Im Schneckenhaus. Aber deshalb Myriador. Obwohl, Moment mal. Nein, Nidoqueen, dann hättest du Nidoqueen gewechselt. Das ergibt doch keinen Sinn. Na gut, auf der anderen Seite. Ja, ich glaube, man traut sich nicht in Nidoqueen rein gegen Myriador, oder? Ich weiß es nicht. Deoxys, das ist auch wunderbar. Ja, zum Glück sehe ich die nicht so häufig. Denn die Kämpfe mit Deoxys nerven, weil die so eine hohe Verteidigung haben. Du gehst direkt auf die Psychoattacke, haust dann ab und ich kann im Grunde auch drin bleiben im nächsten Matchup, wenn es nicht ganz so schlimm ist. Denn, okay, da bleibe ich aber nicht drin. Und ich weiß nicht, wieso ich in Myriador reingegangen bin und nicht in Sumpex. Aber ist nun mal so. Oh nö. Auf der anderen Seite, mit Zumpex ist es auch gar nicht so easy, hier gegen anzukommen. Doch, eigentlich schon. Ich weiß nicht, was ich hier getan habe. Eieieiei, ich hätte in Zumpex gehen müssen. Sorry, ich wusste nicht, dass da hinten ein Zumpex drin ist. Ich spiele dieses Team nicht. Gut. Ja, jetzt wäre der Wechsel dann aber schon wichtig, weil ich habe meine einzige andere krasse Deoxys-Antwort hergegeben. Weil mit Spukball kann man da schön was drehen. Und dribbeln. Das wird jetzt knifflig.
Das ist jetzt echt nervig. Aber ich habe drüben fett Energie geladen. Das ist die andere Sache. Ich muss mal sowieso eine durchlassen. Ich glaube, du kommst sogar zu noch einem Nassschweif. Kurz vor mir. Wenn der Gegner dann mein Zumpex sieht, wird er sich denken, oh, was macht denn der Typ? Also in der Art. Wieso hat er nicht sein Zumpex reingeholt? Und ich kann dir nur sagen, ich weiß es leider nicht. Okay. Schilden tun wir nicht. Jetzt haben wir zwei Pokémon mit Energie. Und ein Deoxys vorne. Ein Knirscher tut weh. Der hat schon gescheppert. Und das Deoxys kommt rein. So, 3-4. Ich glaube, ich werde... So. Hier kurz den hier machen. Na und... Hoffe, dass du mal schildest, muss ich sagen. Nö, tust du nicht. Das war ärgerlich. Du hast bestimmt eine Antwort, aber ich schilde noch. Zumpex ist auch schon fast kaputt. Oh, einfach Spukball, dann wärst du weg gewesen. So, jetzt wechselst du raus und was hast du hinten drin? Du hast ein Tentoxa, okay. Ja. Ich bereue nicht, dass ich in Myriador gegen Piondragi bin. Ich bereue eher, dass ich nicht einfach Spukball eingesetzt habe gegen Dingenskirchen. So. Na gut. Mal schauen, wann wir einen der zwei Schilde loswerden können. Aber ich befürchte, Zumpex ist dann schon so weit unten, dass ich einfach von Deoxys runtergefarmt werde, oder? Das wird dann passieren. Säure, Speier rein. Oh, da spiele ich ja gerade ganz schlecht. Können wir den Kampf rausschneiden? Oh, ich höre gerade aus der Regie, das ist ein live kommentierter Kampf. Dann können wir den wohl nicht rausschneiden. Das ist leider so viel Energie, du schaffst sowieso zwei Siedewasser. Ich hoffe, du köderst einmal. Nö, tust du nicht. Zwischen Siedewasser und Säurespeier ist kaum ein Energieunterschied. Ja, ich glaube einfach auf Spukball gegen Deoxys. Und das wäre es gewesen. Aber gefällt mir, dass man hier auch mal ein Tentoxa sieht. Siedewasser. Ein FM, wow. Das ist so ziemlich die beste Belohnung, die ich, glaube ich, seit langem hier bekommen habe. Was war es ansonsten? Wingull. Ne, ganz viele Onyx. So, ich freue mich über Onyx. Aber, ja. Stalos hat jetzt eine neue Attacke bekommen. Psychic Fangs. So, die vor, ich weiß gerade den deutschen Namen gar nicht, von Luxtra aus dem Community Day. Na gut, oh, der letzte Kampf, der wird mich nachts wach halten. Der war ganz mies gespielt. Aber anders mies war der gespielt. Na gut, aber macht nichts für die Folge. Soll's das mal gewesen sein. Myriador in der Hyperliga. Bedanke mich fürs Zusehen. Es geht einfach. Bei euch soll weiter.